Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. In unserer Welt und Zeit gibt es so viele Unheilspropheten. Wir brauchen nur die Nachrichten anzuschauen oder einen Blick ins Internet zu werfen. Dagegen, so ruft Papst Franziskus uns immer wieder auf, sollen wir Propheten der Freude Gottes sein. Und damit stößt er ins selbe Horn wie schon der Prophet Jesaja. Er sagt einmal, die Elenden und Armen suchen Wasser, doch es ist keines da, ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören, ich, der Gott Israels, verlasse sie nicht. Für diesen Gott Israels sollen wir Propheten sein, um denen, die hungern und dursten in diesem Leben, Kraft und Mut zu geben, den Weg zu finden und zu gehen. Gott selbst will uns Quelle der Freude und des Lebens sein. Er will den Durst und den Hunger nach echtem und wahrem Leben stillen. Und damit das Menschen wieder erfahren können, braucht es heute Propheten wie Jesaja. Tun wir es ihm gleich und schenken den Menschen Trost und Hoffnung durch unseren Glauben und unser Lebenszeugnis. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, wir danken dir, dass du in unserem Leben Quelle der Hoffnung und der Freude bist, und wir bitten dich um die nötige Kraft, Propheten dieser Freude zu werden. Schenke uns eine ruhige Nacht und gib uns morgen, dass wir die Gelegenheit erkennen können, wo wir von deiner Freude und deiner Liebe sprechen können, um denen, die hungern und dürsten nach diesen Dingen, Kraft und Mut zu geben. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.